Die chinesische Wirtschaft, die ist im dritten Quartal jetzt nur noch um 6% gewachsen. Ist das jetzt viel oder wenig? Ist das jetzt gut oder schlecht? Und was heißt das für uns als Anleger? Vor dem Hintergrund natürlich auch, dass ja chinesische Aktien zurzeit relativ günstig bewertet sind. Und darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Das chinesische Wachstum geht zurück, das ist gar keine Frage. Und jetzt haben wir auch die neuen Daten zum dritten Quartal bekommen. Und jetzt wissen wir nämlich, das Wachstum in China ist nochmal zurückgegangen. Letztes Jahr, 2018, da ist die chinesische Wirtschaft noch um 6,6% gewachsen. Dieses Jahr im ersten Quartal waren es noch 6,4%, im zweiten Quartal dann nur noch 6,2% und jetzt sind es sogar nur noch 6,0%. Das Wachstum wird also immer weniger. Und dementsprechend sehen natürlich auch die Schlagzeilen aus. Also man hat immer wieder gelesen zu diesen Zahlen, ja, schwächstes Wachstum in China seit Jahrzehnten oder schwächstes Wachstum seit 27 Jahren, was natürlich auch so ist. Und dann aber eben auch, ja, der Trend geht weiter nach unten, was die Tagesschau jetzt zum Beispiel schreibt oder die Wirtschaftswoche schreibt. China, der angezählte Riese oder Forex News, die schreiben sogar, die nennen das Ganze ein ökonomisches Desaster. Was man jetzt weniger hört, ist, dass das mal ins Verhältnis gesetzt wird, weil wir wissen natürlich auch alle, 6% Wachstum ist ja trotzdem noch relativ viel, vor allem für unsere Verhältnisse jetzt. Also in den USA zum Beispiel, da war das Wachstum im zweiten Quartal jetzt nur noch bei 2% und bei uns ist die Lage natürlich noch viel schlechter. Deutschland ist ja jetzt wahrscheinlich sogar in einer technischen Rezession. Mit anderen Worten, also es läuft nirgendwo besonders gut. Wir sind eben in einem globalen Abschwung. Und da sind 6% Wachstum, so wie wir es in China haben, jetzt natürlich nicht so wenig. Es ist nach wie vor auch so, dass kein Land auf der Welt zum globalen Wachstum so viel beiträgt wie China. Das ist immer noch so. Aber warum geht denn das Wachstum in China jetzt zurück? Es hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist einleuchtend natürlich. Also wie gesagt, wir sind mitten in einem globalen Abschwung. Der ist zumindest zu einem guten Teil verursacht worden durch den Handelskonflikt USA-China und das trifft China natürlich erstmal indirekt. Das heißt, die globale Nachfrage geht natürlich zurück. Uns trifft China aber auch ganz konkret, weil natürlich die Exporte in den USA leiden unter diesen Strafzöllen, die wir haben. Ich habe hier vor einem guten Jahr ein Video gemacht, da habe ich gezeigt, dass für China die Exporte gar nicht mal so die Bedeutung haben, wie man das hier noch glaubt. Also sie tragen zum Wachstum nicht mehr besonders viel bei in China. Sie sind schon noch wichtig, aber das Wachstum an sich in China, das kommt eher vom Binnenkonsum und es kommt von den Investitionen. Es ist natürlich trotzdem so, also dass der Export eine große Rolle spielt immer noch. Und im September zum Beispiel jetzt, da ist der chinesische Export gegenüber dem Vorjahr geschrumpft um 3,2%. Und die Exporte in die USA, die sind sogar geschrumpft um 10,7%. China hat jetzt zwar immer noch einen riesen Handelsbilanzüberschuss, aber es ist natürlich trotzdem nicht gut für ein Land, wenn der Export so zurückgeht. Der zweite Grund. Schauen wir uns das chinesische Wachstum insgesamt mal an, hier die letzten 3 Jahrzehnte. Wir sind jetzt also noch bei 6%. Es waren auch schon mal über 15% in den frühen 90er Jahren zum Beispiel. Da war die chinesische Wirtschaft aber noch sehr klein. Dann ab 2000, 2001, da war zum Beispiel auch der WTO-Beitritt und so weiter, da gibt es einen richtigen Boom in China. Das war dann dieser richtige Aufstieg, da ist China groß geworden und das geht so bis zur Finanzkrise 2008. Da bricht dann das Wachstum erstmal ein, danach gibt es aber nochmal einen Boom. Der Boom ist allerdings anders, weil da nach der Finanzkrise, da hat die chinesische Regierung nachgeholfen mit Investitionen.
Also die Provinzregierungen oder die Staatskonzerne, die sollten da massiv investieren, zum Beispiel in neue Fabriken oder Infrastruktur, damit das Wachstum dann auch hoch bleibt. Und das haben sie auch getan. Und das war damit dann aber zu einem guten Teil schuldenfinanziert. Und das hat natürlich auch Folgen, gerade für die Staatsunternehmen und für die lokalen Regierungen. Die sind jetzt teilweise auch hoch verschuldet. Und das ist natürlich weniger gut. Letzte Woche in meinem letzten Video, da habe ich ja noch gesagt, die Schwellenländer, da ist die Staatsverschuldung deutlich niedriger als in den reichen Ländern. Das stimmt auch. Das gilt aber nicht für China. China ist da eine Ausnahme. China hat durchaus ein Schuldenproblem. Aber wie gesagt, wir stellen Ihnen diese Woche drei Schwellenländer vor, die eine sehr niedrige Verschuldung haben, und zwar diese Woche im Zukunftsmärkte-Report. Dieser Zukunftsmärkte-Report, der geht morgen raus, und die Reports mit unseren Analysen, die Sie von uns regelmäßig kriegen, die sind auch gratis. Also, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einfach anmelden für die Reports auf www.zukunfts-märkte.de. Und das möglichst schnell, am besten jetzt, weil, wie gesagt, der aktuelle Report mit den drei wenig verschuldeten Schwellenländern, der wird jetzt morgen schon verschickt. Und der Link, wie Sie zu den Reports kommen, der ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Gut, aber zurück zu China. Also, wir haben gehört, das Wachstum die letzten Jahre, das war investitionsgetrieben, und diese Investitionen waren teilweise staatlich gelenkt. Und seit ein paar Jahren ist sich die Regierung aber klar darüber, dass das nicht so weitergeht, und sie versucht, das Ganze auch zu drosseln. Das ist nicht so einfach momentan, weil man jetzt ja auch den Handelskonflikt hat und die Belastungen dadurch. Und darum wird die Kreditvergabe insgesamt jetzt auch nicht mehr so gedrosselt wie vor 2 Jahren. Es hat jetzt auch wieder Steuersenkungen gegeben, zum Beispiel, damit man damit auch das Wachstum wieder ein bisschen ankurbelt. Also es gibt jetzt doch wieder Konjunkturprogramme, aber eben nicht so in diesem riesigen Umfang, wie man das beispielsweise gemacht hat nach der Finanzkrise oder wie man es auch nach dem Börsencrash in China 2015 gemacht hat. Das hier, das sind die chinesischen Anlageinvestitionen, also das Wachstum von denen jeweils. Und vor 5 Jahren noch, da war der Anstieg bei denen immer deutlich höher. Wir haben hier zum Beispiel rosa, die Investitionen in der Privatwirtschaft. Da hat man 2014 ein Wachstum gehabt von 20%. Jetzt sind es noch 5 oder 6%. Dann gelb, die Investitionen in Produktionsanlagen allgemein. Da ist das Wachstum auch stark rückläufig. Das Einzige, wo das Wachstum momentan steigt, dunkelblau, das sind die Bauausgaben. Und darum ist der Immobiliensektor eben auch relativ wichtig noch in China. Und was ganz stark zurückgegangen ist, hier hellblau, das sind eben diese Infrastrukturinvestitionen. Also genau das, was meistens staatsfinanziert war. Da haben wir 2014 noch ein Wachstum gehabt von 25%, 2017 dann auch wieder nach diesem Börsencrash. Das war also damals, kann man sagen, auch noch mal ein Konjunkturprogramm. Aber das hat wirklich jetzt ganz stark nachgelassen jetzt im Handelskonflikt. Es war lang nicht klar, ob Peking jetzt vielleicht doch noch mal so ein Riesenkonjunkturprogramm macht, auch wieder mit entsprechend großen Infrastrukturinvestitionen. Aber so wie es im Moment aussieht, passiert das wohl nicht. Also es kann schon sein, dass es vielleicht ein paar kleinere Programme jetzt noch mal kommen, aber dieses ganz große Konjunkturpaket, so wie nach der Finanzkrise, das sich auch viele erhofft haben, das gibt es offenbar nicht. Und dass es das so nicht gibt, das merkt die chinesische Wirtschaft natürlich auch. Aber es ist trotzdem richtig wahrscheinlich, es nicht zu machen, weil die Lage, die ist jetzt noch nicht so dramatisch, dass man es unbedingt machen müsste. Und da ist es, glaube ich, besser, wenn man da jetzt eher mal einen Mittelweg findet, wo man jetzt eben auch die systemischen Risiken weiter im Blick hat, die ja da sind in China. Und einen dritten Grund gibt es auch noch, warum die Wirtschaft weniger stark wächst, und der ist eigentlich der offensichtlichste. Vor 20 Jahren, da war die Wirtschaft klein,
China war bettelarm und es ist dann aber aufgestiegen zu einem wichtigen Produktionsstandort, zur Werkbank der Welt, sagt man ja immer. Und so eine Wirtschaft wächst dann natürlich erstmal sehr stark. Heute ist es aber die zweitgrößte Wirtschaft der Welt. Sie ist teilweise hochentwickelt, also sie ist noch nicht flächendeckend hochentwickelt, aber sie ist in vielen Bereichen hochentwickelt und auch führend teilweise. Und eine Volkswirtschaft, die so groß ist und die sich jetzt auch entsprechend entwickelt hat, die wächst einfach nicht mehr so stark. Also das ist einfach so. Und darum glaube ich auch nicht, also wenn jetzt zum Beispiel der Handelskonflikt vorbei wäre und wenn dann das Wachstum wieder hochgeht, dann wird es nicht hochgehen auf 8 oder 9%, so wie das vor ein paar Jahren mal war, sondern das Wachstum wird auch dann mittelfristig zurückgehen. Wir sind vielleicht in ein paar Jahren nur noch bei 4% oder 5%. Und das wäre dann aber auch ganz normal eigentlich und auch kein Drama. Eine Analystin von JP Morgan, die hat das sehr schön gesagt, die hat nämlich festgestellt, wenn China dieses Jahr nur um 6% wachsen würde, dann wäre das trotzdem eine zusätzliche Wertschöpfung von 750 Milliarden Dollar. Und vor 10 Jahren hätte für diese zusätzliche Wertschöpfung die Wirtschaft noch um 14,1% wachsen müssen. Und das heißt ganz einfach, die Ausgangsbasis ist jetzt größer, darum ist das Wachstum kleiner, aber der Zuwachs an sich, der ist wirklich immer noch hoch. Und das wollte ich nur mal gesagt haben. Also auch China hat seine Probleme. Aber was man da gelesen hat in der Presse jetzt die letzten Tage, da hat man ja wieder den Eindruck bekommen, dass die chinesische Wirtschaft hier jetzt schon komplett im Niedergang wäre. Aber das ist jetzt natürlich in dem Umfang nicht so. Was machen wir daraus als Anleger? Chinesische Aktien sind günstig. Der Handelskonflikt, der Abschwung, der setzt auf der anderen Seite die chinesische Wirtschaft unter Stress. Der Aktienmarkt hat darauf ja eben auch reagiert. Und der Hang Seng China Enterprises Index, das sind 50 chinesische Schwergewichte, die gehandelt werden in Hongkong, der ist jetzt zum Beispiel bewertet mit einem KGV von ungefähr 8,5. Ist attraktiv, meiner Meinung nach. Aber es ist jetzt auf der anderen Seite auch kein Index, der jetzt hier durch die Decke gehen wird kurzfristig. Es sei denn, wir hätten jetzt wirklich einen ganz großen Durchbruch beim Handelskonflikt oder wir hätten eine ganz überraschende Konjunkturerholung oder sowas. Insofern der Index sicherlich interessant für den mittelfristigen Anleger. Ich sehe China aber eher als Markt für Stockpicker, für Anleger, die sich auf einzelne Branchen oder Einzelwerte konzentrieren, weil die Marktschwergewichte, die wir da in China haben, die sind jetzt nicht unbedingt alle so interessant, weil wir da eben bei den Marktschwergewichten auch oft Probleme haben, die China insgesamt auch hat, nämlich zum Beispiel Verschuldung manchmal, auch bei Einzelunternehmen, gerade auch bei den großen Staatsunternehmen. Und es gibt auch Problembranchen in China natürlich, also wo wir zum Beispiel Überkapazitäten haben. Das ist in China auch ein Thema oder es ist gerade in China ein Thema. Was interessant ist dagegen, meiner Meinung nach, das ist zum Beispiel nach wie vor der Konsumsektor. Also der Einzelhandelsumsatz dieses Jahr bisher seit Jahresbeginn ist wieder gestiegen um 8,2%. Das sind jetzt auch nicht mehr solche Zuwachsraten, wie sie früher mal waren, aber der Konsum ist immer noch robust und ist immer noch ein Wachstumstreiber in China. Nicht in jedem Bereich, aber in vielen. Sport zum Beispiel, Sportbekleidung, das ist definitiv ein Trend in China. Tourismus dann, meiner Meinung nach, mittelfristig, ist ein hochinteressanter Sektor. Wir haben eine Milliardenbevölkerung, die auch mal reisen wird. Da haben wir viel Wachstum. Dann Internet natürlich, auch E-Commerce, da gibt es auch noch ein paar interessante Aktien. Pharma, der Pharmasektor, der chinesische, der Gesundheitssektor, der Gesundheitsmarkt, der sehr schnell wächst, Medizintechnik, dann haben wir auch einen Biotech-Sektor in China, der da gerade hochkommt. Das sind alles sehr interessante Themen, wenn man sich da mit einzelnen Branchen beschäftigen will. Auch der Immobiliensektor zum Beispiel. Also ich sehe den Immobiliensektor in China jetzt auch nicht so negativ, wie das die meisten anderen tun. Also auch da gibt es einzelne Aktien, wo ich sagen würde, die sind jetzt sehr günstig und die sind jetzt auch wieder interessant, weil gewisse Risiken da einfach eingepreist sind.
wo es nicht so einfach ist, auch in China nicht. Das sind jetzt zyklische Aktien, also Autos, Rohstoffe, Stahl, der ganze Industriesektor. Die sind teilweise wirklich sehr, sehr günstig, aber es stellt sich eben die Frage momentan, ist es jetzt eine Chance, die man schon nutzen soll oder sind wir da zu früh dran? Das ist ja auch nicht viel anders bei allen anderen zyklischen Aktien anderswo auf der Welt. Ich werfe Ihnen das jetzt natürlich nicht alles so hin, sondern ich habe auch schon viele, viele Videos hier gemacht und wir haben auch im Report Aktien vorgestellt entsprechend. Also wie gesagt, nicht vergessen, anmelden jetzt noch für den Zukunftsmärkte-Report. Und ich werde aber natürlich auch in Zukunft Beiträge machen, gerade zu China-Aktien hier. China ist einfach das größte Schwellenland und da gibt es eben auch die meisten interessanten Aktien, gerade momentan, wo ja auch die Bewertungen ganz interessant sind. Wenn Sie Themenideen haben, einfach reinschreiben, unten würde mich freuen. Und ansonsten würde es mich natürlich noch mehr freuen, wenn Sie das mit mir in Zukunft auch verfolgen. Am besten natürlich Kanal abonnieren und dabei auch gleich auf die Glocke drücken dann. Wenn Sie das machen, dann werden Sie nämlich auch benachrichtigt, wenn neue Beiträge da sind. Und das ist natürlich auch von Vorteil. In diesem Sinne, die Zeiten sind wirklich spannend, würde ich sagen, gerade wenn man Anleger ist und gerade dann, wenn man sich auch mal Märkte anschaut, die sich die anderen vielleicht nicht so anschauen. Bis bald, machen Sie es gut, danke fürs Zuschauen.